Referate, die eigentlich das aufnehmen, was ich eben gesagt habe, immer wieder sich auf neue Situationen einzustellen und immer wieder neu zu entscheiden. Von daher war die Überleitung jetzt relativ einfach, weil Professor Dr. Oliver Höhner wird nämlich jetzt gleich genau dazu etwas sagen, aufnehmen, entscheiden und das in hoher Geschwindigkeit. Das ist sozusagen die Grundtendenz seines Referats. Oliver ist der Sprecher der Fußballgruppe im DVS und er wird jetzt gleich, denke ich, ihr kennt, die meisten von euch kennen ihn, uns sehr eindrucksvoll beschreiben, was die Bedeutung kognitiver Faktoren für die Leistungsfähigkeit von Fußballspielern bedeutet. Oliver, du hast den Platz hier. Es freut mich sehr, hier sprechen zu dürfen, zumal ich jetzt einen wissenschaftlichen Bereich reflektieren werde aus einer wissenschaftlichen Perspektive und mir natürlich bewusst ist, dass für Trainer da immer eine gewisse Distanz vorhanden sein kann. Ich werde versuchen, diese Distanz etwas zu minimieren, sehe aber auch meinen Auftrag darin, aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse zusammenzutragen und dazu Bezug zu nehmen. Mit Bezug zur bisherigen Tagung möchte ich darauf verweisen, dass wir auch schon in dem einleitenden Hauptvortrag von Stefan Nopp und Frank Wormuth über den Bereich von Kognitionen, also Informationsaufnahmeprozessen, gesprochen haben. Das sechste Fazit des Beitrags war, dass man den Trainingsfokus mehr darauf legen sollte, die kognitive Schnelligkeit als die physische Schnelligkeit zu fördern. Oder bei der Podiumsdiskussion mit Matthias Sammer hatte er ja 5 Leistungsfaktoren hervorgehoben. Da würde ich jetzt meinen Beitrag in den Leistungsfaktor Taktik, und zwar insbesondere individualtaktisches Entscheidungsverhalten des Spielers, einordnen. Man kann das Thema aber auch einordnen in das Leitbild des DFBs bezüglich der Spielauffassung. Und 2 Leitorientierungen nehmen direkt Bezug auf kognitive Aspekte. Die eine Leitorientierung: wir finden unter Zeit, Raum und Gegnerdruck die beste Lösung. Und das nächste wäre: wir antizipieren statt zu spekulieren. Um eine gewisse Einstimmung zu bekommen, habe ich ein paar Spielszenen vom Confed Cup mitgebracht und werde insbesondere auf die Entscheidungsszene von Joshua Kimmich nachher immer noch mal wieder eingehen. So, wir sehen also, dass ganz offensichtlich relativ viele Tore dadurch produziert wurden, dass gute Entscheidungshandlungen diesen Toren vorhergegangen sind. Matthias Sammer sagte gestern, dass Real Madrid vielleicht auch ein Team war der Einfachheit. Das heißt, oft sind es vielleicht die einfachen Entscheidungen oder die von außen als einfach wirkenden Entscheidungen, die dann wirklich ein Spiel beeinflussen. Aus wissenschaftlicher Sicht können wir erstmal feststellen, dass ganz offensichtlich die Praxis ein hohes Interesse an kognitiven Faktoren hat. Wir stellen aber auch immer wieder fest, dass der kognitive Leistungsfaktor ein Leistungsfaktor ist, bei dem wir noch vergleichsweise viel Luft nach oben haben, wenn es darum geht, vernünftiges Wissen diesbezüglich zu generieren oder auch empirische Daten diesbezüglich zu haben. Ich möchte in der Einleitung ein kurzes Beispiel geben aus der Talentförderung beim DFB. Der DFB lässt die Talentförderung seit Jahren wissenschaftlich begleiten und möchte anhand von möglichen Talentfaktoren aufzeigen, was es bedeuten kann, empirische Evidenz, also empirische Daten zu bestimmten Leistungsfaktoren zu haben, im Sinne des Erkenntnisgewinns. Wenn man sich mehr auf sportpsychologische Faktoren fokussiert, also ich jetzt mal die konditionellen Fähigkeiten etc. herauslasse, dann könnte man psychomotorische Faktoren, wie zum Beispiel die technischen Fertigkeiten oder koordinative Faktoren, persönlichkeitsbezogene Faktoren, allgemeine Persönlichkeitseigenschaften oder auch Dispositionen wie das Leistungsmotiv
und auf der rechten Seite die kognitiven Faktoren voneinander unterscheiden. Bei den kognitiven Faktoren sehen Sie einige Begriffe, die werde ich im Laufe des Vortrags weiter erläutern. Ich möchte nur am Beispiel der motorischen Leistungsfähigkeit darlegen, dass über eine motorische Testbatterie, die bereits 2004 in das DFB-Talentförderprogramm eingeführt wurde und bei der zum Beispiel motorische Fertigkeiten wie das Dribbling, Ballkontrolle etc. von Spielern der DFB-Stützpunkte erhoben werden, zum Beispiel in der Altersstufe U12, dass dieses Datenmaterial herangezogen werden kann, um zu analysieren, welche Relevanz das motorische Leistungsniveau in der U12 für das erreichte Leistungsniveau im Erwachsenenalter besitzt. Und mittlerweile haben wir in einem über 9-jährigen Längsschnitt darlegen können, dass diese technomotorische Leistungsfähigkeit selbst innerhalb der bereits hochtalentierten Stützpunktspieler noch eine systematische Trennkraft haben. Die Gruppe ganz links, die Sie sehen, mit dem roten Balken, das sind die Punkte, die erreicht wurden von den Spielern, die also in der U12 gemessen wurden und später im Erwachsenenbereich in einer professionellen Liga, das heißt in einer der ersten 3 Ligen gelandet sind. Der mittlere Balken symbolisiert das Leistungsniveau zum Zeitpunkt der U12 der Spieler, die im semiprofessionellen Bereich, das heißt in der 4., 5. Liga, also Regionalliga, Oberliga gelandet sind. Und ganz rechts der Balken symbolisiert das Leistungsniveau der Stützpunktspieler, die im Erwachsenenbereich unterhalb der 5. Liga gelandet sind. Und wir sehen also, dass wir eine entsprechende Aussagekraft haben. Gleichwohl wissen wir, dass es natürlich nicht genügt, in der U12 einen Motoriktest zu machen und dann eine Vorhersage zu tätigen, wer es schafft und wer es nicht schafft. Aber wir haben eine durchaus belastbare Zusatzinformation, die man nutzen kann. Wenn ich jetzt nochmal zu den Faktoren zurückkomme, dann können wir also sagen, dass im deutschen Nachwuchsfußball dieses Wissen besteht. Darüber hinaus besteht von zigtausend Spielern ein Datenmaterial, das genutzt werden kann, um sogenannte Normwerte zu kreieren. Das heißt, wir wissen, was es bedeutet, wenn ein U12-Spieler 3,2 Sekunden auf 20 Metern läuft, weil wir das deutschlandweit in Beziehung setzen können und es egal ist, ob er die Zeit in Rostock oder in München gelaufen ist. Wir haben etwas Ähnliches für psychologische Merkmale, die die Persönlichkeit erfassen, zum Beispiel das Leistungsmotiv, Hoffnung auf Erfolg, Furcht vor Misserfolg, wo wir auch ein entsprechendes Datenmaterial vorliegen haben. Was es allerdings noch nicht gibt, ist die Frage, welche Tests sollte man einsetzen, um kognitive Leistungsfaktoren zu erfassen? Hier gibt es insbesondere neue Technologien, die attraktiv sein könnten, für die wir aber zugleich feststellen müssen, dass die wissenschaftliche Fundierung im Sinne von empirischen Studien bisher noch nicht so aussagekräftig ist, wie wir das gar nicht gerne hätten. Und vor allen Dingen sind wir noch weit davon entfernt, entsprechende Normwerte hier zu haben. Ich möchte jetzt weiter auf die kognitiven Leistungsfaktoren zu sprechen kommen und habe diesen Hauptteil des Vortrags in 3 Bereiche eingeteilt. Zunächst möchte ich sportpsychologische Perspektiven zum Leistungsfaktor Kognition unterscheiden. Eine bestimmte Auswahl, es gibt noch mehrere. Ich glaube, dass die 3 mit am meisten in der Diskussion sind und auch für Sie mit aktuell die relevantesten sein dürften. Mit Bezug zu diesen 3 Dimensionen möchte ich dann Ansätze insbesondere zur Diagnostik, aber auch zum Training aufzeigen, die in der Forschung diesbezüglich diskutiert werden und dann ein kurzes Fazit abschließen. In einem Ausblick möchte ich dann darlegen, inwiefern im Rahmen der DFB-Akademie versucht wird, inhaltlich diesen Punkt der kognitiven Leistungsfaktoren aufzunehmen, um die Grundlage zu bilden, dass man vielleicht in ein paar Jahren entsprechende Datensätze hat, wie vielleicht für die Motorik oder die Persönlichkeitsdisposition. Zunächst zu den sportpsychologischen Perspektiven. Ich habe das mal eingeteilt jetzt in Faktoren der Entscheidungskompetenz eines Spielers. Man kann eine sogenannte Handlungsperspektive einnehmen. Die geht davon aus, dass ein Spieler als Individuum auf dem Platz handelt. Das heißt, er deutet eine Situation und auf Basis einer Situation erkennt er 2, 3 Handlungsalternativen und wählt selbst aus, welche Handlungsalternative er durchführen möchte. Und diese Auswahl geschieht in der Regel auf Basis, was attraktiv ist und was zugleich meine eigenen Möglichkeiten sind in der jeweiligen Situation. Ich habe jetzt immer 2 englischsprachige Begriffe, weil ich keine geeignete deutsche Übersetzung habe und das einfach Eigennamen sind. Es gibt international den sogenannten Expert Performance Approach und den Cognitive Component Skills Approach. Unterscheiden tun die beiden Ansätze sich in einem fundamentalen Ansatz,
Nämlich der Expert Performance Approach geht davon aus, dass es fußballspezifische kognitive Fähigkeiten sind, die die guten von den weniger guten Spielern unterscheiden. Der zweite Ansatz geht davon aus, dass es zumindest auch oder eben gerade allgemeine kognitive Funktionen sind. Das heißt, wir sagen kontextunspezifisch, wir könnten jetzt hier sagen fußballunspezifische Ansätze. Diese beiden Ansätze möchte ich gleich weiter diskutieren. Ich zeige aber ganz kurz nochmal den Ansatz der Handlungsperspektive zunächst auf. Hier eine Definition, die Sie sicherlich aus Ihren ganzen Trainerlizenzen kennen. In jedem Lehrbuch zum Fußball steht irgendwo etwas zu Handlungsschnelligkeit, also der Fähigkeit, aufgrund von eigenen Möglichkeiten, diese Möglichkeiten sind visuell, technisch, taktisch oder auch konditionell geprägt, situationsspezifisch, also an die Situation gekoppelt, schnell und genau zu handeln. Ein Beispiel war sicherlich die Szene eben mit Julian Draxler, der hervorragend hier gehandelt hat. Wenn man das Ganze weiter ausdifferenzieren möchte, das habe ich auf dem ITK 2012 in Augsburg einmal differenzierter gemacht, könnte man diese Handlungen in verschiedene Phasen einteilen. Sie sehen hier nochmal das Foto mit Josua Kimmich, der von Julian Brandt den Ball zugespielt bekommt und dementsprechend sich erstmal orientieren muss. Während dieser Orientierung generiert er gewisse Alternativen. Beispielsweise könnte er hier Lars Stindl anspielen oder, was er später gemacht hat, Leon Goretzka anspielen. Er könnte auch den Ball erstmal sichern und hintenrum spielen. Das sind mögliche Alternativen. Er muss eine Alternative auswählen, nachdem er sie erkannt hat. Dann steht hier der Begriff Steuerung. Damit ist gemeint, dass ich einmal offen sein soll, um die Situation möglichst gut wahrzunehmen. Wenn ich denn aber sage, ich spiele den Goretzka an, brauche ich auch eine gewisse Fokussierung, um zu wissen, wann spiele ich diesen Ball. Mit wann ist denn auch das Timing gemeint? Da ist jetzt also gar nicht mal die Passschärfe gemeint, sondern die Frage, wann spielt er diesen Pass? Und vielleicht haben Sie das eben im Video nochmal gesehen, dass er kurz gezögert hat, bevor er den Ball gespielt hat. Möglicherweise war dies, um einfach den Zeitpunkt noch weiter zu optimieren. Ich zeige ein paar Sequenzen für das Problem der Auswahl in einer Handlung. Und wie gesagt, all die vier kognitiven Orientierungen, die ich jetzt dargestellt habe, beziehen sich auf die ersten beiden Handlungsphasen. Also bevor wir eigentlich den Pass spielen, vollziehen sich diese Handlungsphasen des Abwägens und des Planens. Gerade bezüglich der letzten Szene der Australier möchte ich nochmal darauf hinweisen, was der Stefan Nopp gestern dargestellt hatte. Er hatte hier von Forschern der Harvard University Spielanalysedaten mitgebracht, die genutzt wurden, um zum Beispiel im Basketball die resultierende Torgefahr von verschiedenen Spielpositionen zu berechnen. Und jetzt könnte man im Fußball auch sagen, dass ein kurzer Pass zu einem Spieler in den Lauf in den 16er eigentlich mehr Torgefahr erzeugt als meinetwegen ein Schuss aus 25 Metern. Die Spielanalysten betrachten das Ganze datengeneriert von außen betrachtet und berechnen entsprechende Wahrscheinlichkeiten. In der Sportpsychologie wird eigentlich die Innenperspektive, das heißt die Perspektive des Spielers, eingenommen. Und wenn ich jetzt nochmal die Situation von Kimmich nehme, könnte man sagen, gut, es besteht eine Situation, er wird vom Brandt angespielt, diese Situation deutet er und es kommt dann zur Handlung. Und das einfachste Modell, um zu beschreiben, warum wählt er die Alternative Goretzka und nicht meinetwegen Stindl, wäre zu sagen, ganz offensichtlich hat er erkannt, dass der Pass auf Goretzka einen hohen Anreiz oder eine hohe Valenz hat, das heißt eine Torgefahr erzeugt, die höher ist als bei den anderen Alternativen. Und er hat zugleich realisiert, dass er aktuell in der Lage ist, diesen Pass auch zu spielen. Das ist ein wichtiger Punkt. Immerhin spielt Kimmich den Ball mit dem linken Fuß und ich würde schon sagen, er ist eher Rechtsfüßer, aber er ist links so gut, dass er den Ball auch spielen kann. Andere Spieler würden sich das möglicherweise nicht zutrauen, mit dem schwächeren Bein diesen Ball zu spielen. Aber wenn ich mir das zutraue, würde ich entsprechend diese attraktive Option spielen, während der Pass zu, ich glaube, es ist Stindl vorne, entsprechend natürlich möglich gewesen wäre, aber letztlich gar keine Torgefahr erzeugt hätte. Darauf aufbauend können wir definieren, was jetzt Entscheidungskompetenz ist und wir sind im Prinzip sehr nah an der Leitorientierung des DFB-Leitbilds. Also Entscheidungskompetenz beschreibt die Fähigkeit eines Spielers, in jeweiligen Spielsituationen situationsspezifisch die beste Handlungsabsicht zur optimalen Nutzung
der eigenen Voraussetzungen zu nutzen. Und was jetzt wichtig ist, und das ist auch fürs Training später wichtig, das geschieht in der Regel unter Zeit-, Präzisions- und Komplexitätsdruck. Und das sind sicherlich auch die methodischen Parameter, die wir später im Training in Spielformen dann auch variieren sollten, um das Entscheidungstraining hier zu schulen. Ich komme zum zweiten Bereich, zum Expert Performance Approach. Und da geht es unter anderem um Begriffe wie Antizipation und Mustererkennung. Auch hier habe ich zunächst einmal allgemeine Definitionen. Antizipation befähigt Spieler, Ereignisse vorherzusehen, bevor sie tatsächlich stattfinden. Und sie dienen letztlich der eigenen Handlungsentscheidung. Das heißt, ich sehe Dinge vorher und darauf aufbauend begründe ich meine Entscheidung. Mustererkennung ist ein weiteres wichtiges Konzept. Hier sehen wir, dass Spieler relevante Stimuli einer Handlungssituation im Sport nicht nur als einzelne isolierte Objekte, sondern als eine ganzheitliche Struktur wahrnehmen, als eine Bedeutungseinheit. Wie vollzieht sich so etwas? Das ist jetzt eine der Grundannahmen dieses Ansatzes. Wir haben in der Umwelt Informationen. Die werden erstmal über unseren Kurzzeitspeicher aufgenommen, sehr massenhaft, aber noch relativ undeutlich. Wir können auch von einer ungerichteten Aufmerksamkeit sprechen. Das ist viel zu viel Information, um darauf aufbauend eine vernünftige Entscheidung zu treffen. Das heißt, wir brauchen eine gerichtete, eine fokussierte Aufmerksamkeit. Wir müssen also erkennen, was sind die relevanten Hinweisreize dieser Situation, um zu wissen, was zu tun ist. Dieser Theorieansatz geht davon aus, dass letztlich das Gedächtnis, das heißt unser Erfahrungswissen, das, was wir als Spieler in der Jugendphase oder auch in vorherigen Trainingsprogrammen erworben haben, im Langzeitgedächtnis abgespeichert ist und uns dann hilft, diese ungeordnete Information zu sortieren und auf das Relevante zu achten. Wenn wir dann die relevanten Aspekte einer solchen Situation wahrnehmen, hilft uns auch unser Erfahrungsschatz, die richtige Entscheidung für eine bestimmte Alternative zu treffen. Und der Ansatz hier ist einfach, dass gesagt wird, dieses Erfahrungswissen ist fußballspezifisch. Da geht es nicht um irgendwelche allgemeinen kognitive Dinge, sondern es geht um Erfahrungswissen, so wie wir es vielleicht früher aus dem Straßenfußball kannten, um zu erkennen, wann ist eine Situation, wo ich einen Doppelpass spiele, wann ist eine Situation, wo ich ins 1 gegen 1 gehe. Der dritte Bereich, der ist im Moment sehr en vogue. Ich erlebe das auch bei vielen Trainerfortbildungen, aber auch in der Wissenschaft, dass sehr viel auf allgemeine kognitive Funktionen mittlerweile Wert gelegt wird, insbesondere auf die sogenannten exekutiven Funktionen, kognitive Flexibilität, Arbeitsgedächtnis und Inhibition, also so etwas wie die Unterdrückung. Exekutive Funktionen sind ein komplizierter Begriff, stellen letztlich eigentlich nur eine Sammelbezeichnung für Kontrollprozesse menschlichen Handelns dar. Das heißt, jede Handlung, die wir durchführen, muss von uns irgendwie gesteuert werden und das findet vor allen Dingen im Frontalhirn statt. Und diese Funktionen, die das so steuern, werden übergreifend exekutiv genannt. Letztlich geht es darum, psychische Prozesse im Sinne einer übergeordneten übergeordneter Handlungsziele zu koordinieren und unerwünschte Reaktionen oder Motivationstendenzen auszulassen. Ein Beispiel aus dem Alltag. Ich habe das übergeordnete Handlungsziel, ich möchte mich gesünder ernähren, ich möchte ein paar Kilo abnehmen, gehe durch meine Küche, mache den Kühlschrank auf und sehe die Sahnetorte dort. Und ich mag sehr gerne Sahnetorten. Dann brauche ich im Prinzip einen psychischen Kontrollprozess, der mich an mein übergeordnetes Handlungsziel erinnert. Nein, du möchtest dich gesünder ernähren, lass die Sahnetorte weg. Das wäre das, was die Psychologen dann Inhibition, Unterdrückung letztlich nennen. Wenn man das Ganze weiter ausdifferenziert, gibt es verschiedene Modellvorstellungen. Das ist die Modellvorstellung, die am bekanntesten ist. Es wird ja unterschieden zwischen dem Arbeitsgedächtnis, der Inhibition und der kognitiven Flexibilität. Ich werde gleich an kleineren Tests nochmal darlegen, was da genau drunter zu verstehen ist. Sie sehen so ein paar Alltagsbeschreibungen, wie zum Beispiel beim Arbeitsgedächtnis. Ich setze mir Ziele und das Ziel behalte ich im Kopf. Ich handle planvoll. Ich kann Handlungsverläufe reflektieren. Das findet alles über das Arbeitsgedächtnis statt. Oder eben, ich kann meine Aufmerksamkeit lenken, in dem Beispiel eben von der Sahnetorte weg, auf mein eigentliches Handlungsziel. Und die kognitive Flexibilität brauche ich einfach, um unterschiedliche Entscheidungen treffen zu können, um mich auf Neues einstellen zu können, gerade auf neue Spielsituationen im Fußball. Ich
Ich komme nun zu den Ansätzen der Diagnostik in diesen drei Bereichen, Handlungsperspektive und den beiden kognitiven Perspektiven. Zunächst die Handlungsperspektive. Hier gibt es relativ viele Studien, die das Entscheidungshandeln oder die Entscheidungskompetenz von Spielern untersuchen. Wir haben das zum Beispiel im B- und A-Jugendbereich beim VfB Stuttgart gemacht und hatten hier einen Test entwickelt, wo die Spieler mit einem Ball auf eine Leinwand zulaufen und dann ein Zielfeld links, Mitte, rechts anspielen müssen. Hier wäre es zum Beispiel, dass man nach links passen müsste. Das heißt, wir haben versucht, die motorische Handlung mit der Wahrnehmungssituation entsprechend zu koppeln. Und das sind jetzt nur querschnittliche Daten, aber immerhin, wir haben diesen Test innerhalb der Saison durchgeführt und wir haben am Saisonende die Spielzeiten der Spieler im BA-Jugendbereich angeschaut. Es gab insgesamt 49 Spieler, die an der Untersuchung teilgenommen haben. Und wir haben es dann unterteilt in die Spieler, die mehr Spielzeiten hatten, versus den Spielern, die weniger Spielzeiten hatten. Die haben wir jetzt Stamm- und Ersatzspieler genannt. Und was wir gefunden haben, ist, dass die Stammspieler signifikant bessere Leistungen in diesem reinen Labortest entsprechend gezeigt haben. Wenn ich jetzt weitergehe zu den kognitiven Perspektiven, dann ist es bei der Antizipation so, dass die meiste internationale Forschung das sogenannte Temporal Occlusion Paradigma nutzt. Der deutsche Begriff ist zeitliche Verschließungstechnik. Damit ist gemeint, dass so Videosequenzen gezeigt werden, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten abgebrochen werden. Und man fragt sich, ob Spieler in der Lage sind, das Folgeereignis zu antizipieren. Ein klassischer Anwendungsbereich ist der Torhüter hier. Da haben wir zwei Dissertationen bei uns im Arbeitsbereich gehabt von Florian Schulz und von Alexander Schur, einmal im Fußball und einmal im Handball. Was wir dann sehen, ist, dass bei den Novizen die Antizipationsleistung erstmal gleich bleibt. Bis zum Zeitpunkt T-1 sind die etwas über der Ratewahrscheinlichkeit, während die Experten schon deutlich über der Ratewahrscheinlichkeit sind. Und ganz zum Ende, bei T+1, waren auch wir als Nicht-Handball-Torhüter in der Lage zu erkennen, dass der Ball nach links unten hingeht. Das heißt, man sieht im Prinzip hier in den Unterscheidungen der Kurven, hier in dem Bereich, den Vorteil hinsichtlich der Antizipationsleistungsfähigkeit der Bundesliga-Torhüter im Vergleich zu den Bezirksliga-Torhütern. Ein anderer Ansatz, der genutzt wird, um die Fähigkeit zur Mustererkennung zu erfassen, wurde vor zig Jahrzehnten im Schach einmal untersucht. Da hat man Schachexperten genommen und Schachnovizen und hat ihnen Spielsituationen aus dem Schach gezeigt und das Bild wieder ausgeblendet. Und die Schachexperten und auch die Novizen sollten die jeweilige Schachsituation nachstellen. Und was man gefunden hat, Schachexperten konnten die Spielsituation besser nachstellen. Aber nur dann besser nachstellen, wenn auch eine strukturierte Schachsituation gezeigt wurde. Dieser Ansatz wurde auf den Sport mal übertragen, insbesondere in Studien auch zum Hockey, wo man Spielsituationen 11 gegen 11 gezeigt hat und wo dann Experten, wenn das Bild ausgeblendet wurde, besser die Spielsituation rekonstruieren konnten als weniger gute Hockeyspieler. Wenn man aber Fotos geschossen hat, zum Beispiel, es gibt einen Halbzeitpfiff und die Spieler sind Richtung Kabine, also eine unstrukturierte Szene der 22 Spieler, dann war das Erinnerungsvermögen nicht mehr besser. Das heißt, man konnte es sehr deutlich darauf zurückführen, dass Experten im Sport gar nicht mal in der Lage waren, mehr einzelne Objekte wahrzunehmen, sondern sie waren eher in der Lage, spieltypische Situationen zu strukturieren, das heißt, ein Muster zu erkennen. Ich komme zum dritten Bereich, Cognitive Component Skills Approach. Und hier möchte ich jetzt jeweils ein Testverfahren zu diesen einzelnen exekutiven Funktionen darlegen. Das eine, die kognitive Flexibilität. Und Sie werden sich jetzt wundern und sagen, Mensch, was hat das denn eigentlich mit Fußball zu tun? Und da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, da wundere ich mich auch. Aber es gibt halt aktuelle Studien, die solche Tests einsetzen und Bezüge zu besseren und schlechteren Fußballspielern herstellen. Und deswegen finde ich, sollte man das durchaus nachverfolgen, was dort passiert. Dieser sogenannte Trailmaking-Test ist so aufgebaut, dass Sie zunächst ein Bild präsentiert bekommen mit nummerierten Kreisen. Und Ihre Aufgabe ist es, diese Kreise nacheinander zu verbinden. 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Das ist eine reine Aufgabe, die dient der Erfassung der visuellen Wahrnehmungsfähigkeit und so etwas wie der Auge-Hand-Koordination, kann man vielleicht noch sagen. In einem zweiten Schritt wird das Ganze komplizierter gemacht.
Sie sehen rechts auf der Seite bei dem Bild B Zahlen und Buchstaben. Ihre Aufgabe ist es jetzt, 1a, 2b, also zu wechseln zwischen den Zahlen und den Buchstaben des Alphabets. Und wenn man jetzt sozusagen Ihre Zeit hier links misst, wie lange brauchen Sie hierfür, und dann misst, wie viel länger brauchen Sie hier, dann haben wir ein Maß für die sogenannte kognitive Flexibilität in dem Fall. Ein anderer Test, der sogenannte Stop-Signal-Test, der erfasst, inwiefern ich Dinge unterdrücken kann, ist jetzt im Folgenden dargestellt. Ich bitte die Regie, dass sie den Ton entsprechend laut lässt, weil man gleich den Ton auch hören muss. Sie sehen hier ein Display, wo mal ein Pfeil nach links und mal ein Pfeil nach rechts erscheinen wird. Und Ihre Aufgabe ist es, möglichst schnell die rechte Taste oder die linke Taste zu drücken. Solch einen Test würde man durchführen und dann messen wir sowas wie die Reaktionsfähigkeit. Daran anschließend sagen wir, Sie machen den gleichen Test nochmal, aber manchmal entsteht ein Pfeifton und dann bitte nicht die Taste drücken. Und man versucht dann, indem man die Zeit variiert zwischen dem Pfeifton und dem Pfeil, praktisch herauszufinden, wie kurzfristig diese beiden Signale auftreten können noch und ich noch in der Lage bin, das Drücken zu unterdrücken. Ich glaube, Sie haben einen Eindruck über diese verschiedenen Testverfahren. Ich zeige jetzt Ergebnisse zu diesem Bereich kognitive Flexibilität und auch zu der Inhibition. Und zwar Ergebnisse, die in Holland im Nachwuchsleistungsfußball durchgeführt wurden. Man hat hier 47 Spieler untersucht, die zu den Top 0,5% in Holland gehören, also Mitglieder von Leistungsakademien sind, und 41 Spieler, die immerhin noch zu den Top 12% in den Niederlanden gehören. Also sozusagen die Elite im niederländischen Nachwuchsfußball betrachtet. Und ich zeige jetzt, die Spieler waren zwischen 13 und 17 Jahre alt, und ich zeige jetzt die Leistungsvorteile der Elite-Players versus der Sub-Elite-Players. Und wir sehen, dass bei den einfachen Kognitionen, die einfache Reaktionszeit und die visuelle Wahrnehmungsfähigkeit, da gab es kaum Unterschiede. Diese Unterschiede waren nicht signifikant. Bei den höheren, den exekutiven Funktionen wie der Inhibition oder der kognitiven Flexibilität fanden die Autoren hier signifikante Unterschiede. Das heißt, die Spieler der Elite waren hier eine halbe Standardabweichung in diesen rein kognitiven Tests besser als die der Sub-Elite. Eine weitere Methode, um das Arbeitsgedächtnis, also die dritte Komponente der exekutiven Funktionen zu erfassen, ist das Multiple Object Tracking, MOT häufig abgekürzt. Der eine oder andere wird es vielleicht von Ihnen auch schon mal gesehen haben. Der wohl bekannteste Forscher hier in dem Bereich ist auch derjenige, der den Neurotracker erfunden hat, ist Faubert aus Kanada. Das Besondere hier an dem Ansatz von Faubert ist meines Erachtens, dass er auch mal das unter der Trainingsperspektive betrachtet hat und dass er Studentenmannschaften in Kanada verglichen hat und mit denen solch ein Training durchgeführt hat. Das war ein klassisches Kontrollgruppendesign, das heißt, er hatte eine Kontrollgruppe, die einfach irgendwelche Videoanalysen machten als Trainingsprogramm im Sinne einer Placebo-Gruppe, und die andere Gruppe hatte mehrfach dieses Trainingsprogramm am PC durchgeführt, übrigens auch dreidimensional dargestellt durchgeführt. Und was ich hier interessant finde, ist, die Autoren haben hier die Spielleistung im 5 gegen 5 vor dem Training und die Spielleistung im 5 gegen 5 nach dem Training erfasst. Das heißt, als Messinstrument haben sie die tatsächliche Spielleistung auf dem Platz erhoben. Und was sie gefunden haben, sind über Beobachtungsbögen, dass sie gefunden haben, dass die Entscheidungsleistung bezüglich der Aufgabe Passen im Spiel bei der Trainingsgruppe, Sie sehen das entsprechend hier, sich deutlich gesteigert hat im Vergleich zur Kontrollgruppe, wo es sich entsprechend nicht gesteigert hat. Bezüglich anderer Entscheidungsarten, Training und Torschuss, zeigte sich dies nicht. Da fand man keine signifikanten Ergebnisse. Ich kann jetzt auch keine Theorien liefern, warum man für das eine das findet und für das andere nicht. Ich möchte nur sensibilisieren, dass es hier Forschung gibt, die in diese Richtung geht. Möchte aber auch, und das wird jetzt gleich bei mir im Fazit der Fall sein, Sie auch dafür sensibilisieren, dass meines Erachtens die Forschung noch nicht so weit ist, dass man das einfach bedenkenlos direkt übernehmen sollte. Also, eine Art Zwischenfazit. Ich lasse die Handlungsperspektive hier mal aus. In der ersten Perspektive des Expert Performance Approach können wir sagen, es gibt zahlreiche Studien, die im diagnostischen Bereich zeigen, dass Fußball- oder Sportexperten in ihrer jeweiligen Sportart, also sportartspezifisch, bessere kognitive Fertigkeiten wie Antizipation und Mustererkennung haben. Hier gibt es sogenannte Reviews in zahlreicher Art, die das entsprechend belegen.
Es gibt auch Reviews mittlerweile, die zeigen, dass man das sogenannte videobasierte Wahrnehmungstraining zur Verbesserung der Entscheidungskompetenz nutzen kann. Es bleiben aber hier noch offene Fragen. Einmal, wie realitätsnah kann man diese Videos darstellen? Gibt es dort noch Optimierungen? Zum Zweiten, wie lässt sich diese Entscheidungsleistung denn wirklich auf den Platz übertragen, also Transfer? Und zum Dritten, wie nachhaltig ist es? Ich habe es aber schon öfter mal gesagt, man muss ja auch bedenken, diese Studien werden mit Spielern durchgeführt. Meinetwegen, wenn ich jetzt mit 18-jährigen Spielern das durchführe, spielen die seit 12 Jahren Fußball. Und jetzt zu glauben, dass bei einem Trainingsprogramm, das 8 Wochen lang zweimal die Woche durchgeführt wird, diese Spieler jetzt, wer weiß, wie besser werden auf Basis ihrer 12-jährigen Erfahrung, ist halt auch sehr optimistisch gedacht. Ich glaube, da gibt es auch so generell nicht so viele Trainingsprogramme, wo wir das denn darlegen können. Der andere Ansatz, den ich dargestellt habe, hier kommen Furley, Memmert und andere, aber auch noch weitere Autoren zu dem Schluss, dass wir letztlich bisher hier noch zweideutige Ergebnismuster haben. Es gibt Studien, die zeigen entsprechende Unterschiede, bei anderen kann man diese Unterschiede noch nicht finden. Ich würde es noch als wirklich offene Frage ansehen, ob Experten im Sport, also Top-Fußballer, wirklich bezüglich der unspezifischen kognitiven Anforderungen, wie wir sie da bei dem Computertest gesehen haben, wirklich besser sind als Mittelklasse-Fußballer. Einzelne Studien, und die habe ich Ihnen eben gezeigt, deuten aber darauf hin, dass da was sein könnte. Bezüglich des Trainings sind wir denn eigentlich noch einen Schritt weiter zurück. Meines Erachtens reicht die aktuelle wissenschaftliche Studienlage noch nicht, um fundiert sagen zu können, nutzt das fürs Training und dadurch werden eure Spieler besser. Ich sage das auch deshalb, weil ich eben sehe, dass solche Programme immer wieder angeboten werden, aber meines Erachtens gibt es noch nicht genügend Evaluationsstudien diesbezüglich. Aber, und auch hier habe ich Ihnen eine Studie gezeigt, es gibt einzelne Studien, die durchaus in diese Richtung hindeuten. Was bedeutet das fürs Training? Ich habe jetzt sehr viel technische Dinge dargestellt, weil ich dachte, das ist vielleicht das, was für Sie zum Teil zumindest etwas Neues ist. Während meine Aufgabe es, glaube ich, nicht sein kann, über den Doppelpass hier zu sprechen, das wissen Sie viel besser als ich. Aber ich würde trotzdem sagen, auch wenn ich jetzt technische Dinge dargestellt habe, eins muss klar sein, Entscheidungshandeln muss auf dem Platz trainiert werden. All das, was ich Ihnen jetzt gezeigt habe, kann nur, wenn es funktioniert, eine Ergänzung sein, aber durchaus eine reizvolle Ergänzung, weil ich vielleicht andere Dinge des Entscheidens mittrainiere, weil ich ohne körperliche Belastung trainieren kann und so weiter. Wenn ich dann trainiere, gelten ganz grundsätzliche Anforderungen, die Sie sicherlich auch alle kennen. Also wenn ich jetzt meinetwegen Spielformen einsetze, habe ich die Möglichkeit, meine Spieler in Handlungssituationen zu bringen. Die Spieler können dann in Handlungssituationen erlernen, Muster zu erkennen. Und das ist sicherlich eine wichtige Grundlage, um auch fundiert als Spieler entscheiden zu können. Wir haben einige methodische Hinweise, wie die Komplexität von Spiel- und Übungsformen. Wir haben die Druckbedingungen, Zeitdruck, Präzisionsdruck, Komplexitätsdruck und wir haben sicherlich auch Parameter des Entscheidens. Also inwiefern kann ich Dinge? Ich streue also schwierigere und leichtere Passoptionen ein. Inwiefern sind sie reizvoll? Valenz, riskantere, weniger riskante, reizvollere, weniger reizvolle Entscheidungsoptionen. Den dritten Punkt möchte ich auch nochmal hinweisen, das ist eine Studie, die in Australien durchgeführt wurde bei der Trainingsbeobachtung, wo Trainer gefragt wurden, sagt uns mal, wann ihr das Entscheidungshandeln oder Entscheidungstraining praktiziert. Und es wurde dann das Trainerverhalten analysiert und eine Schlussfolgerung der Studie war, dass die Trainer eigentlich ein Overcoaching betrieben haben. Die haben viel zu viel Instruktionen gegeben und eigentlich die Entscheidungen den Spielern immer abgenommen. Also, lasst den Spielern Freiräume, damit sie selbst ihre Entscheidungen entdecken können. Zahlreiche Forschungen belegen, dass das entdeckende Lernen nachhaltiger ist als die anderen Formen. Und der letzte Punkt, das wird gleich im Ausblick auch nochmal ein Thema sein. Gerade auch in der Praxis ist ja oft dieses Thema Vororientierung in den letzten Jahren aufgegriffen worden. Es gibt eine Studie eines norwegischen Sportpsychologen aus 2005, der anhand von Spielbeobachtungen auch schon analysiert hat, inwiefern Mittelfeldspieler wie damals Lampard praktisch den Schulterblick einsetzten, also praktisch sich vororientiert haben, wo wir eigentlich gar nicht mal so etwas Kognitives haben, sondern ein konkretes Verhalten, um eine Situation möglichst breit aufzunehmen. Dies finde ich auch wichtig, Spielern also darzulegen, wie sie sich in einer Situation stellen sollen, damit sie ein möglichst optimales Blickfeld haben. Ich werde es gleich nochmal aufgreifen.
Trainingsansätze weitergeführt, kann man eigentlich in die Klassiker reinbringen, das sogenannte inzidentelle, also das beiläufige Entscheidungstraining. Ein Klassiker wären hier meines Erachtens sogenannte Provokationsregeln, die Sie sicherlich kennen. Also beispielsweise, wenn ich jetzt hier ein 4 gegen 2 spielen lasse und ich möchte öfter eine Art Schnittstellenpass simulieren, könnte man sagen, wenn er den Ball hier durch die Mitte spielt, bekommt er 2 Punkte, wenn er außen spielt, bekommt er 1 Punkt. Meine Hoffnung wäre, dass die Spieler immer wieder diese Lösung suchen. Intentionales Entscheidungstraining, das tauchte gestern im Prinzip auch beim Vortrag von Stefan Nopp und Frank Wormuth bereits auf, zum Beispiel in Form von Wenn-Dann-Regeln. Das ist auch im Sinne des Leitbilds gewisse, ja, letztlich Vorgaben gibt, den Gegner binden. Klassisch wäre meines Erachtens die Überzahlsituation, meinetwegen 3 gegen 2, wo ich versuche, über Gegnerbindung aus einem 3 gegen 2 ein 2 gegen 1 zu machen. Und das sind Dinge, die ich dann letztlich den Spielern mit vorgebe und wo ich dann auch als Trainer vielleicht auch schon von, in Anführungszeichen, fertigen Spielern solche Abläufe mit einübe. Und das dritte, videobasiertes Training, habe ich eben gezeigt. Ich glaube, dass hier die Technologien vielleicht in Zukunft uns noch mehr Möglichkeiten bieten und denke, dass es deswegen lohnenswert ist, da am Ball zu bleiben. Und das denkt auch die DFB-Akademie, wo es ja jetzt bautechnisch noch nicht so weit gegangen ist, aber wo inhaltlich schon sehr viele Projekte im Hintergrund laufen. Und unter anderem gibt es ein Projekt Wahrnehmen und Entscheiden, über das ich ganz kurz noch im Abschluss berichten möchte. Einmal nochmal vielleicht die Erinnerung, der Projektleiter der Akademie, Oliver Bierhoff, hatte beim ITK 2015 das Konzept der Akademie bereits sehr umfassend dargestellt, wo man die drei Bereiche Bildung, Nationalmannschaften und Entwicklung und Innovation unterscheiden kann. Und im Bereich zum Beispiel jetzt Entwicklung und Innovation gibt es einzelne Module, unter anderem den Think Tank, aber auch das Technologielab oder den Bereich Wissenskommunikation. Und innerhalb des Thinktanks ist es so, dass Thomas Hauser dort einzelne Pilotprojekte zusammen mit Markus Weise initiiert hat und entsprechend begleitet. Sie sehen aktuelle Pilotprojekte zum Beispiel von Professor Tim Meyer, Universität des Saarlandes zur Prävention von Muskelverletzungen, von Jan Meyer bei der TSG Hoffenheim zur Analyse von exekutiven Funktionen oder bei uns am Lehrstuhl zum Wahrnehmen und Entscheiden. Ziel dieser Projekte ist es, Lösungen für fußballspezifische Praxisprobleme zu erzeugen. Und dies in sogenannten transdisziplinären Verbünden, damit ist gemeint Wissenschaft, Fußball, Technologien. Also über verschiedene Bereiche hinweg versuchen wir uns zu vernetzen und versuchen, bestmögliche Lösungen zu entdecken. Bei uns ist es so, im Projekt Wahrnehmen und Entscheiden, da haben wir mittlerweile eine relativ große Arbeitsgruppe, wo wir untereinander im Austausch sind, und wo wir dann mit den Partnern, also initiiert über die DFB-Akademie, mit den Partnern Uni Tübingen, VfB Stuttgart und einer amerikanischen Firma Striver versuchen, den Bereich Wahrnehmen und Entscheiden detaillierter zu untersuchen. Sie sehen hier Marc Ziegler, wir waren letzte Woche beim VfB Stuttgart bei der U19, wo wir Szenen aufgenommen haben. Und Marc Ziegler ist insbesondere auch mit dabei, wenn es darum geht, Torhüter-Szenen zu konzipieren, wo wir dann im Bereich Antizipation noch weiter diskutieren wollen mit weiteren Torhüter-Experten wie Jörg Daniel, Silke Rottenburg oder Simon Panther. Ich werde berichten über den Bereich von Mittelfeldspielern und möchte da diesen Bereich der Vororientierung nochmal mit aufgreifen und habe dort ein paar Aussagen von der DFB-Homepage hier runterkopiert von Xavi, der im Prinzip die Vorzüge der Vororientierung nochmal beschreibt. Sie lesen, er sagt, das Erste, was ich bei Barcelona gelernt habe, ist, mit erhobenem Kopf zu spielen. Du weißt, wo der am nächsten stehende Verteidiger ist und was deine besten Optionen sind, um einen erfolgreichen Pass zu spielen. Ich bekam viele Hinweise, viele Tipps in meiner Karriere, aber dieser ist immer noch der wichtigste.